Ich hab so abgedeckt gehabt, doch. Papa, hier gibt es gar nichts zu machen. Doch, gibt es. Da sind die Streben drin. So weiße Dinger sind doch da drin, da unten siehst du doch. Junge. Oh, es ist so ein Auto. Oh ja, denn das haben wir doch immer. Anu, guck mal. Ich nehme eine Kacke fett. Mal her. Ich habe ja gerade sie. Und ich. Ich muss arbeiten. Du kannst gar nicht arbeiten. Lass mich doch um euch kümmern. Nicht im Auge schlagen, ne? Nee. Nein, aber sie kann nicht arbeiten. Nein, sie kann, die kann noch gar nichts. Aber ich kann genau an. Aber sie kann gar nicht bauen, oder? Nein, die kann sie noch nicht. Irgendwann wird sie dir Spielzeug auch wegnehmen und dann werdet ihr streiten und euch schlagen und kratzen und oh, schlimm wird das. Ja, aber jetzt seid ihr noch so friedlich zumal, so liebevoll, so schön. Das wäre so toll. Papa? So wie die beiden da drin. Mein Pony. Papa, sieh mal. Ah ja, komm mal her, komm mal her. Papa. Ja, habt gesehen. Abgesehen. Papi, guck mal, hast du da? Ja, ein Zettel hat sie da. Ja, dein Mondzettel. Ein Mondzettel mit Glitzer. Ja. Machen wir nicht so einen Terror hier, dann schmeiß ich dich hoch und fang dich auf. Guck die Schildkröte wieder, voll verdutzt. Ich schmeiß dich hoch und fang dich auf. Schmeiß ich dich hoch und fang dich auf? Ja. Papa, die Mama. Die will was? Ja, die will Mami. Vorsicht. Ich gehe arbeiten. Was ist denn Mama? Guten Morgen, liebe Leute. So, also, das war das Frühstück ganz kurz mit Familie. Oder mit der halben Familie. Der andere Teil der Familie hat ja von mir heute die Schleich, habt ihr ja gesehen, dieses Schleichspielzeug bekommen und war damit beschäftigt. Mensch, aufräumen nebenbei. Nee, das hast du doch selber gehabt. Ich guck mal hier. Hat keiner von euch genommen, oder? Nicht auf die Erde mehr. Okay, zurück zum Thema. Also, erstmal nochmal einen fetten Dank an den Marc für diese doch recht sehr, sehr üppige Spende. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass wenn ich mal
Also nicht falsch verstehen, wenn ich mal erwähne, dass irgendein Ding, irgendwas scheiße gelaufen ist bei uns, dass sofort jemand von euch da irgendwie sich verpflichtet fühlen muss oder so, irgendwas zu zahlen. Und deswegen mache ich es auch nicht, sage ich es auch nicht. Wenn irgendwann mal was schief geht bei mir im Leben, dann ist das ja meine Schuld auch mitunter oder so, ja. Das ist so ein Scheißtag, also das war jetzt ein echter Scheißtag. Da muss jetzt nicht, also damit hätte ich nie gerechnet, dass jetzt irgendjemand da... dafür denn gerade steht, das bin einzig und allein ich muss dafür gerade stehen, wenn da irgendwas schief läuft, ja. Und nicht jemand von euch oder sowas. Also bitte, wenn uns jemand unterstützen will, ist das schön, aber ruiniert euch nicht, ja. Oder so ein Quatsch. Das ist ja Quatsch auch, ne? Und aber auf alle Fälle ein herzliches Dankeschön dafür. Und aber danke für die netten Worte, für die nette Nachricht auch. Und man kennt sich ja auch ja nicht, man ist ja so fremd und dann kommt jemand an und schenkt dir irgendwie Geld, ja, oder so. Das gilt ja für alle von euch natürlich, aber ich meine, wenn man dann 10 oder 20 Euro, das ist ja schon viel Geld, ja. Aber wenn dann einer in die Hunderte geht, dann Wahnsinn, das ist jetzt zum zweiten Mal, das hier war ja erstmal auch schon und das ist ein Wahnsinn, also. Danke, wenn euch das wirklich so gut gefällt, dass ihr uns so unterstützt, das finde ich super. Aber nicht, dass das hier irgendwie, das ist jetzt keine Masche, ansonsten mache ich einen Kanal, wo ich nur bettel. Können wir ja auch machen. Oh ja, Mann, ich brauche mal das, ja, ich brauche mal das. Oder so, nee, mache ich natürlich nicht, ist natürlich Quatsch. Nicht, dass da wieder ein negativer Kommentar kommt, oh, jetzt wenn du so was machst, denn nein, so ist es nicht gemeint. Nee, mache ich nicht. Ich bin und bleibe so, wie ich bin. Also ich bin, wie ich bin und ich bleibe, wie ich bin. Da wird sich auch nichts dran ändern. Und das ist mir fast unangenehm. Ich habe heute echt überlegt, als ich das auf PayPal heute gesehen habe, habe ich echt überlegt, ob ich einfach auf diesen Betrag zurückzahlen klicke. Weil, naja, also bedenkt das wirklich gut. Wenn ihr was, ihr dürft gerne natürlich was spenden, aber eben... bedenkt es gut und sind auch 2 Euro hier, 2 Euro da, das ist alles in Ordnung, weißt du? Das reicht ja auch alles, das ist alles gut. Ja, danke. Auf alle Fälle trotzdem. Also, wir sehen uns jetzt nach dem Schneien, weil ich habe jetzt hier diesen ganzen Vlog von gestern durchgerendert. Wir hatten gestern Abend Besuch, deswegen habe ich gestern Abend nicht mehr geschnitten. Wir haben gestern Besuch gehabt, der hat schon ganz fleißig und tapfer. Hat der, das ist mein bester Freund, der ist gestern da mit Familie. Und der hat schon ganz fleißig und tapfer die letzten 4 Stunden des Ladenlebens neben mir gestanden und hat das Ladenleben ertragen. Wenn man so in der Form, Art und Weise gibt, kennt das ja auch nicht jeder. Tatsächlich kann ich das im Vlog ja gar nicht so wiedergeben, weil da muss ich die Kamera permanent bei haben. Aber es ist ja wirklich schon lustig und naja, also... Ihr habt ja teilweise so einen Querschnitt davon, bekommt ihr ja mit, aber das ist ja wirklich, wenn ich da im Detail so zeigen könnte, wie es wirklich ist, dann wäre das ist eine echt witzige Sache. Also das wäre ein richtig gutes Format, das wäre eine richtig gute Sendung auch. Und da könnte man, wenn man nicht professionell jemanden hat, der das in Szene setzt, mit zwar, was weiß ich, durch eine Produktionsfirma, sagen wir mal, mit... verschiedenen Kameraperspektiven, die natürlich fest installiert sind. Da darf kein Kamerateam rumlaufen oder so. Das ist doof. Aber wirklich so irgendwie irgendjemand, der das dann am Ende, wenn man das aus verschiedenen Kameraperspektiven regiemäßig alles aufnimmt und dann am Ende jemand das zusammenschneidet. Ich habe ja nur diese eine Kamera hier, die immer mit mir so mitläuft. Ja. Aber dann ich schwöre euch, das wäre die beste Serie, die es eigentlich im Fernsehen gibt. Weil das ist so real, das ist so genial, das macht so einen Spaß. Und wie gesagt, ich bin auch so, selbst wenn die Kamera nicht dabei ist, bin ich genauso mit den Menschen. Na, also dann bin ich auch so. Das macht manchmal richtig Spaß auch. Und dann geht man so mit den Leuten. Das ist cool.
kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Null Informationen in diesen letzten fünf Minuten. Okay, alles klar, wie auch immer. Ich schneide jetzt. Fakt ist, er hat gewartet und gewartet und gewartet, bis ich Feierabend hatte. Dann habe ich ja noch eine Dreiviertelstunde fast überzogen. Also bestimmt. Und sind dann erst tatsächlich nach Hause, wo seine Frau mit seinem Kind schon hier mit meinen Kindern gespielt hat, sozusagen. Und dann haben wir noch bis 1 Uhr morgens zusammengesessen und dann, ja, dann habe ich halt nicht mehr geschnitten, habe aber alles schon mal gerendert. Und jetzt fange ich an zu schneiden. 12 Stunden laden, schneide ich jetzt zusammen. Hier, Leute, damit ihr mal seht, hier ist das ganze Laden. Müssen wir jetzt auf, wie lang ist es? Oh, hey, wo ist es denn? 11 Stunden 40 Minuten. Alles klar. So, liebe Leute, das war's von mir aus der Kamera. Ich sag mal so, ich beginne jetzt mit dem Schneiden. Wir sehen uns später. Macht es gut. Ciao, euer Tommy. Einer ist abgereist, oder Papa? Mein Baby. Das ist mein Baby. Morgen war es ein Baby, oder Papa? Das ist mein Baby. Ja, aber morgen war es ein Baby, oder Papa? Morgen war es ein Baby. Also wir fahren jetzt los, du kannst noch schlafen, okay? Ja. Guten Morgen. Heute müssen wir zum Amt Papiere abholen für das Kind. Dann gehen wir mal los zum Amt. Was wollen wir jetzt haben? Geburtsurkunde, ne? Geburtsurkunde, für die Anträge, diese Unterlagen. Also, wir brauchen auch Geld, die kosten Geld. Geld, die kosten Geld. Na, ich hab hier noch genau 25 Euro in der Tasche. Aufi. Und wir haben hier die Urkunden abgeholt für Mona. Jetzt gerade. Dann sind wir fertig jetzt, oder? Ab nach Hause. Abarbeiten. Moin. Moin. Ich bringe sie zur Kita und dann bringe ich das Drehlager. Das ist endlich da. wie geht's dir? Okay. Ja. Schön gerade. Oder das Drehlager? Gut. Ja, jetzt regnet es. Ah, nein, angefangen. Toll. Und ich mache den Laden auf. Guten Morgen im Laden. Mann, 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 ey. Familie? Ja. 20 Euro mehr, wa? Oh, das ist ja viel, schon viel. Nicht? Keine 20 Euro?
Ach, wir sind Kinder, ich hab das nicht trainiert, wir sind nicht so weit. Hallo. Moin. Moin. Ich habe eine Frage. Also, ob man da irgendwie das mal aufgucken könnte, mal gucken, was da Sache ist. Bei der Bremse? Nee, einfach mal aufpumpen und halt, dass es einigermaßen wieder fährt. Geradeaus, ins Kind. Was? Ich habe das noch nie gemacht, aber... Was? Die Pumpe da. Mit so einer Pumpe, aber ich probiere es jetzt. Also Zeit, oder? Schon irgendwie. Ich habe hab das immer machen lassen, aber... Ah. Ja. So bequem? Ja. Nee. Wenn ich so Sachen hast, einfach. Andere noch. Aha. Nicht hier hochstecken. Ach so. Sie sind noch da, sie sollten hochkommen. Wieso, wer sagt das? Ich gehe hier nicht. Guck mal. Was schulde ich dir jetzt? Ja. Echt? Ja, also ich fahre es jetzt mal ein und es kleppert eh, also hier komme ich schon nochmal. Aber halt. Ja, vielleicht reicht es ja schon. Das ist ja jetzt nur so zum. Stell einfach rein, oder? Ja, merci. Bitte. Das können die Programme machen. Alles klar. Auf Luft geht's auch. Ich weiß. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es gleich runterfällt. Deutsch, Deutsch. Deutsch, ne? Ja. Tschüss. Ah ja. Ich bin. Boah, der macht ja bei dir Wetter. Sieht ja keiner BH an oder was? Bist du da auch meistens schon? Das ist Wolfgang Wetter. Ach, du wolltest gerade sagen, gestern Abend um 10:30 so war es kurz da hin, hat jeder seine Reifen hier rumgewühlt. Ja. Und da hat er die Trailerkirche aus dem Wagen da rausgenommen. Ja. Dann habe ich gesagt, war es mal bestimmt richtig gewesen, dass er unten los ist. So. Hat er wohl nicht, hat er, bis er gefunden hat, die richtige Dinge, hat er gemastet oder was. Ist er abgehauen. Das ist doch gut. Vier Stück weniger zu Entsorgung. Hauptsache die bringen keine, weil kein Witz wichtig. Ja, ja. Nicht, dass sie mir noch welche dazu schmeißen. Ja. Bis später. Wolfgang, wir sehen uns. Pappe für die ganzen Leute im Haus hier auch noch verräumen, weil sie zu faul sind, die Pappe ein bisschen klein zu machen, ein bisschen reinzudrücken in den Müll. Die Arbeit, die ich mir mache, können die sich auch machen. Das ist doch hier im Müll. So nimmt es keiner mit, dann ist wieder der nächste Container gleich voll. Tommy? Scheiße. Ja? Wir gehen wieder, ja? Ja. Wir gehen nicht. Naja, ich habe nur noch eine Stunde jetzt Zeit. Ja, aber ich nicht. Und wenn die Kleine zwischendurch weint, eigentlich noch weniger. Ich bin ja nicht rübergeschlossen. Ich sehe von mir sogar geträumt von deinem Regenschirm. So, Kaffee ist auch dabei. Mitkommen. Kaffee? Boah, ist die dreckig. Kaffee, Kamera. Kaffee und Kamera. Ich hab halt richtig eingekauft hier. Richtig Schlösser eingekauft. Dass ich endlich mal wieder was bisschen Programm habe.
Luftpumpen, mein Luftpumpenprogramm habe ich ja total aufgestockt. Einfach wenn die Leute nach Luftpumpen fragen, dann muss ich einfach Luftpumpen kaufen. Und mein Schloss. Angebot. Gestern habe ich keinen Blog hochgeladen, weil gestern habe ich den ganzen Tag gesessen, den ganzen Vormittag bis 1 Uhr morgens. Bis 1 Uhr morgens, Quatsch, den ganzen Vormittag bis 1 Uhr nachmittags habe ich ja eigentlich gesessen und die schnitten den Vlog von vorgestern, am Samstag. Weil wir ja am Samstag, wie gesagt, Besuch hatten und deswegen. Da setze ich mich natürlich jetzt dann nicht hin abends und schneide noch den Vlog. Muss doch noch warten, nochmal bis 1 Uhr morgens. Das ist natürlich, also ich hoffe, das ist verständlich auch für alle Beteiligten. Das kann ich ja keinem antun. Kuppel hin oder her. Dafür haben sie auch kein Verständnis. Wenn sie dann eh mal kommen. Oh, 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 oh. Da war sie im Wedding im Fahrradladen, haben sie hier den Kettenschutz repariert. Angebaut. Neu. An einer Schraube. Hier hinten sind Befestigungen. Die wurden nicht genutzt, wie man sieht. Wurde kein Loch gebohrt, nichts. Einfach nur die eine Schraube drin, fertig. Die sind dürftig. Jetzt sind natürlich gelockert dann relativ schnell. Relativ zeitnah. Schrauben wir die mal fest. So, die untere Schraube auch nochmal locker. Das ist ja nicht original, da muss man ein bisschen improvisieren, muss man jetzt klar. Loch. Rein. Das war ja, so machen wir das. Zuerst mal machen wir den hinteren Punkt fest. Den hier. Und dann schrauben wir vorne fest. Die Gedächtnistunnel. Ist ja fast perfekt, wäre da nicht die gebrochene Speiche. Hier. Womit kann ich hier auch noch? Die ersetze ich ihr. Ist das eine? Bitte lass es nur eine sein. Zwei gebrochene Speichen. Das hätten die doch sehen müssen, ey. Sie war zum Schlauchwechsel, da haben sie einen neuen Schlauch gemacht.
Und den Kettenschutz haben sie ihr neu montiert. Und da hätten sie doch sehen müssen, oder sie doch aufmerksam machen müssen, dass diese Draht zwei Speichen locker, was heißt locker, also kaputt sind. Die Kette hat hier nicht die richtige Spannung, aber die Kette haben sie ja neu gemacht. Naja, ist natürlich auch nur wieder Aussage der Kunden, also kann man natürlich so, mal so sagen. Ne? Anouk hat mir Frühstück gemacht. Wow. Wow. Okay. Also. Hier ist nichts zu löten. Das Problem ist, die neuen Speichen, alle Tüten schön, die kann man einstellen. Aber die alten Speichen, die kann man nicht nachzentrieren. Also sprich, die sind durch. Ich habe die jetzt nur stabilitätstechnisch ersetzt. Die sind alle zu weich. Wenn ich sie anfange zu zentrieren, reißen sie weg. Hier stimmt die Speichenspannung. Moin, Rosa. Moin. Kannst du den Zähler wechseln? Diesmal nicht so klein für dich. Na, 10er, jetzt 20. 20 habe ich auch. Normal, hier 10 Euro. Hast du? Ja, 10 Euro hier, 10 Euro da. Meine Fresse, ey. Ich mal 10. Nochmal 10. Wie ist das wieder los? Wenn du Wassertabletten nimmst, dann ist das die Scheiße. Wenn du unterwegs bist, dann. Das ist das eigentlich. Ich schon mal, wir sind schon in die Tränen gekommen. Ja, wenn du was machen willst, dann kommst, kannst du nicht weg, ja. Na, das ist doch real, aber jedenfalls, ja. Die Blonde am Samstagvormittag, die war auch so komisch zu mir. Auf eine Art. Sagst du, bist du im Garten raus? Ich sage, das ist, wenn hältst du raus, wenn ich da 80 Grad in der Laube drin habe, dann in der Dämme, komme ich da um. Das kann ich auch nicht begreifen, natürlich, dass du hier sitzt. Ja, nee. Kann ich auch nicht begreifen, ich wäre trotzdem im Garten, Wolfgang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde da die Laube isolieren ordentlich an deiner Stelle. Ordentlich isolieren, fertig aus, fertig. Ja, aber trotzdem, das Dach oben, da soll ich da jetzt drin schicken. Na, damit du es nutzen kannst, Marcel? Ja. Ja, und Isolierung ist jetzt nicht so teuer. Ja. Aber guck mal, meine Hütte, die ich auf dem Hof gebaut habe, der Hof war gestern stickig ohne Ende, richtig, bist du rausgekommen, war vorne war kühl. Bist du auf dem Hof gekommen, alle so. Ich habe die Tür aufgeschlossen von dem Ding, aufgemacht, kalt, kühl drinnen, richtig weit, geil isoliert ist. Ich habe es richtig ordentlich isoliert, war doch auch nicht teuer, musst du machen. Ich habe ja damals auch in D-Mark noch, also wie jetzt drin ist, da ist D-Mark ist lange. Ja, hat der auch isoliert, aber alles. Doppelt gemacht, weiß ich was, mit Italien und alles. Jetzt macht er nicht was anderes. Ja, aber dann kannst du nicht nutzen, das ist doch das Problem. Ich hab davon keine Ahnung, davon. Muss ich machen. Das Wellblech, das Dach ist kaputt, ja, durch den Sturm einmal. Wollte ich ja, aber sonst. Musst du Wolle nehmen. Wolle nimmt Wolle. Zum Isolieren, Dämmwolle. Nicht Fensterwolle, sondern Dämmwolle. Das ist schön, machst du drin, machst du Sperre drin. So geil, macht so einen Spaß, so zu bauen. Und dann ist das hinterher richtig. Ich mach das. Außer noch so eine kleine Klimaanlage drin, dass du dir, falls du mal die Tür und Fenster aufmachst, kommt der Wärme drin. Zum Lüften. Ich hab da groß, wie soll ich sagen? Meine Fenster sind alle zu, ich habe keine Fenster aufmachen können. Ja. Machst du Fenster rein, was aufmachen kannst? Ja, ich kann ja keine große Küchenfenster aufmachen und vor dem Bordfenster. Ja. Also doch. Naja, ein bisschen Kippfenster, aber ein bisschen auf die Uni mehr. Ja. Ich unterschreibe sie vorsichtshalber hier auch nochmal. Da steht zwar nur antragstellende Personen, aber. Dann ist es ungültig, deswegen. Ja, nicht, dass es dann wieder zurückkommt, ja. Super.
gekauft. Viel zu viel. Die sind teuer, wo die malten, ja, weißt du, ja. Was? Die Bild machen teuer geworden heute. Ja, auch die 1,45er? Ich kann sein, ich weiß ja nicht genau. Haben alle auf ihn, alle auf 10 oder 20 Cent. Ah, erhöht ja, oder was? Hast du noch 10 Cent, nicht, dass du gut dastehst? Genau. Na vorne ein Glas. 1,45 nicht mitgenommen. Tja, Mensch. Lass du mal immer. Ah, oh, danke schön. Ja, danke hoch, nochmal. Ja, gut. Hat eigentlich geklappt, ja. Ja, gut geklappt. Wunderbar. Wunderbar. Weil der Markus ist so auch kein schlechter Kerl, wa? Wer? Welcher? Markus hier unter Rechtsanwalt. Ja. Ja, guten Hunger. Danke. Und manche Sachen ist ja auch so, wie soll ich sagen, manche Sachen ist ja auch so keiner Aufschneider. Kein schlechter Kerl, aber ein Aufschneider. Na ja, naja, wisst ihr, ich meine, ja. Ist klar. Ich meine, wo es kein Aufschneider gibt, wo es da. Jeder eine hat, der andere hat das nicht. Was ist so, meine ich das? Ja? Ja? Ich meine, ich sage, haben da nie Menschen, was gefragt worden, aber die haben mir schon viele was versprochen und da warte ich dann heute noch. Das meine ich, ja. Ich meine, wie gesagt, mit isolieren, wollte ich mir helfen dabei. Ja, naja, alleine kriegt das auch nicht hin, wenn ich das isolieren soll, ja. Ich will. Aber wie gesagt. Nee, ist ja nur eine Idee, Wolfgang, ganz ehrlich. Damit du das ganze Jahr über nutzen kannst, muss es natürlich ordentlich isoliert sein. Nee, ist ja richtig. Egal ob Winter oder Sommer. Ist ja richtig, ja. Wenn Winter geht, kann ich eigentlich genug, keine Heizung drin, ich gehe so richtig groß raus bis Oktober, November. Und dann ist es schon ja. Könnte man einen Heizlüfter darin stellen, würde schon gehen. Ja, dann guck mal da. Das ist ja noch den Angler, den alten Denkmal hat, den kannst du auch hier, kennst du auch noch umsehen. Ja. So ein großes Sprich, er will alles mehr helfen, das machen. Und was der hat er jetzt, dann hat er auf jeden Fall, hat er Beschluss gemacht, den Mangel an, der kam ab, also, das kann er nicht mehr, das geht nicht mehr, ich bin zu alt. Naja, wisst ihr. Wie gesagt, gut, ich habe meine Fahrkarte nicht für diesen Monat noch. Ja. Die kriege ich erstmal weiter geholt, mal sehen, hat mein Betreuer gemacht, der Glut hat bei mir angerufen, das war mit ihm. Und dann muss ich erstmal sehen, was da ist. Ich muss noch meinen Rentenbescheid kriegen, jetzt in diesem Monat noch. Bei Betriebskosten und das andere alle. Und dann rechnen sie mir dann aus, ob ich mit einer Wohnung zu kriegen war. Meine Wohnung natürlich. Meine Rente zu hoch ist, aber der kriegt nicht. Rente hört sich ja wieder, was er sagt. Wie viel ist denn höher jetzt für dich? 3,8. Was haben Sie da? 3,8%. Also 0,8% eigentlich. Inflationsbereinigt. 3,8 ist also. Ja, im Osten ist 3,9. Ja, weil sie angleichen müssen. Ja. Die Rente im Osten ist ja eigentlich geringer, immer noch. Ich schätze mal, das sind vielleicht 30 Euro. Da kannst du ja ausrechnen. Ja, ich schätze also. Was hast du? 800, wie viel? 850 habe ich jetzt. 850. Also 8,50 Euro. Ja, 850. 8,50 Euro mal 3? Mal 3. Mal knapp 4. 8,50 mal 4. Mach. Ich kann rechnen. 34 Euro. 34, 35 Euro. 34 Euro. Ein bisschen weniger. 33 Euro. 33 Euro mehr. Warte mal, 850, 150, 30. 33 Euro. 880 Euro. 880 Euro mehr. Also 880. Also auf dem Papier habe ich das, ja, aber der Partei, das ist ja, ich sage, ach, schön, das ist eine schöne Trennung, und da bleibt ja nicht mehr übrig, das wird alles wieder teurer. Jetzt weiß ich noch, aber ja, aber deswegen erhöht er ja die Rente, weil alles teurer wird. So, damit du immer das Gleiche hast am Ende.
Das heißt nicht, dass du befördert wurdest und dafür deine Leistung als guter Rentner mehr Geld kriegst, sondern es ist ja nur, damit du sozusagen von deiner Rente immer noch das gleiche bezahlen kannst, weil alles andere immer teurer wird. Also die machen keine Rentenerhöhung in dem Sinne, dass das eine, wie so eine Gehaltserhöhung ist, jetzt mehr Rente, sondern die gleichen halt nur den Verfall des Geldes gleichen die nur an. Das ist eigentlich nichts. Nicht, du hast nicht mehr als vorher, sozusagen. Nee, am Ende kannst du die gleichen Kosten zahlen wie immer und alle. Ja, ja, das ist auf dem Papier wird das Geld zwar immer mehr, optisch so, aber am Ende des Monats wird trotzdem nicht hängen. Weil ja alles auch um 3% teurer wird sowieso. Jedes Jahr 3%. Weißt du nicht, oh, hast du mehr Geld, mehr Rente, rechnest du, aber wie du sagst, ist da ja 1,8, 3,8. Ja, und daher kommst du ja auf. Naja, ich will mal jetzt Kopfzehngerät, du sagst 35 Euro, ich sage also 16, 17. 33 Euro, ja, 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 gut. Dann denke ich, wenn es 3,8, dann denke ich da, jo, hast du vielleicht da ja 70, 80 Euro mehr. Ja, eigentlich von meiner Warte aus jetzt hier, den man weiß nicht, weil er hat auch. Hast du ja nicht, was? Nee, nee, weiß ich 30 doch. 30 Euro mehr. Ich weiß nicht doch, ja, ich werde muss sagen. Noch, mal. Ja. Man fängt ja an zu schreien, ne, wenn man nicht eine Schokolade in den Kindern. Wenn man sich da kurz von ihr wegbringt. Mama, nicht da, sein Schreien. Ne? Ja. Jetzt ist wieder zu früh. Willst du auch schon hinsetzen? Hm? Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe. Bitte kurz? 10 Minuten? Ja. Na dann. Jetzt wollen wir uns draußen hin. Das ist auch kühl für sie. Ich würde ja lieber drin sitzen, aber. Ich gehe oder raus, aber also essen noch. Komm wieder ab, noch wieder nachher. Oh, so. Tag 14. Nee, 15. Heute? Ja, heute Abend erst. Heute Abend erst. Also noch ist die 14. Sie ruht an Mutters Brust. Und schleimert. Und schläft. Die hat heute Nacht so nach Teewurst gerochen. Ich denke mir so, warum ist die so. Leberwurst war das dann? Nein, Teewurst war das. Ich glaube, die hat Leberwurst abgegriffen. Das war Teewurst. Die hat so geglänzt. Ich denke mir, was hat sie im Gesicht? Mariniert. Oh Gott, nee. Sie hat ihre erste Wurst gegessen. Die Wurst einfallen. Das gibt's doch gar nicht. Wurstpeeling. Die hat mir eine Wurst in eine Stulle geklaut und hat die gegessen und dann musste die. Ist sie dabei eingeschlafen? Ja. Und die haben dann drin gelegt. In der hat Wurst gesühlt. Hat sie Ona in die Halsfalte gestickt. Ja. Er ist hier bekommen offensichtlich. Warum glänzt das Kind so? Die Haare voll die Gel. Das war durch den Fernseher, hat sie richtig gesungen. Konntest du gucken in ihr? Oh, ja. Gut. Dafür, weil du so viel Brat nehmen, wa? Ach so! Ja. Mal sehen! Da war da so eine Krücke. Der Nachbar in sein Rad ist geklaut worden. Weiß man manchmal aber ja nicht, ob man die Leute beglückwünschen soll. Dafür eben. Na, endlich! Wurde ja auch Zeit. Man kann natürlich auch sagen, die sind auch anspruchsvoll, weil es gibt ja so viele Sprüche, die man so sagen kann. Fakt ist, was soll ich sagen? Eigentlich muss ich irgendwas. Moin! Moin! Ja, bitte? Die Klasse hier? Ja, sag nochmal, warum singen. Ich vergesse ja immer alles. Die Kamera soll hier rein. Um was? Die Kamera soll hier rein, dass die Kette nicht immer mitnimmt. Ach, Freilaufkörper. Genau. Beziehungsweise. Besser, ihr wollt jetzt mal fahren. Hä?
umso wärmer das ist, umso besser wird es, wenn es kalt wird. Tja, gut, okay. Ah, diese Stimme. Dergleichen, ja. Aber jetzt bin ich da. Wenn du mich noch akzeptierst. Ich muss akzeptieren. Du bist wie du bist, oder? Ja, dafür habe ich was mitgebracht hier, damit ich nicht immer alles rumliegen habe. Nur so ein bisschen zum, ne? Zur Tierputz. Jetzt, genau. Sehr gut. Ich hoffe, ja. Ja, ich kenne mich gar nicht aus. Ich hatte immer jemanden, der mir das gemacht hat. Jetzt bin ich. Und deswegen komme ich auch. Hallo. Ja. Sind wir hier euch? Ganz kaputtes Fahrrad. Nichts Nobles. Nee, gar nicht. Ich wollte zwei Sachen nachfragen. Erstens ist mir die Kette rausgeflogen, aber das ist hier unten ein Ding, das ist nicht das Problem. Ja. Aber die Pedale hier fehlt und ich wollte mal fragen, ob man die... Paarweise erneuert. Paarweise, ja. Oh Gott. Ja, das ist nicht das schickste Teil. Felix ist gerade gekommen. Ja, bin ich. Ja, und? Alles erledigt. Scheint erstmal gut zu gehen. Was heißt das? Ja, jetzt wird ja gewechselt von so einem Autoschlussverband, die war nicht amused. Wer? Ja. Die am Blutamt, dass die Therapie abgebrochen wird sozusagen. Und okay. Weil sie ist ja dann dafür verantwortlich, dass nahtlos und schnell ein Ersatz gefunden wird. Und sie hat keinen. So schnell, gerade nicht in den Sommerferien. Wie, ja? Und deswegen ist sie ganz froh natürlich, wenn dann keiner schon einen hat. Und, halt doch, und die würde das auch machen? Hast du mit ihr gesprochen? Sie kann sich das vorstellen. Kurz, nur so kurz gesprochen und so. Und sie meinte, sie ist halt dafür verantwortlich. Hat sie gepupst? Nee, sie hat gemacht. Wo ist das? So. Hängebauchschwein. Ganz halt beschlafen. Ja, und sie ist natürlich dafür zuständig, dass es nahtlos weitergeht oder zumindest so schnell wie möglich. Und, ja. Naja, aber dann kriegt sie sonst Druck sozusagen. Ja. Die Jugendamtmitarbeiterin. Aber sie hat halt keinen. Das weiß sie auch, dass gerade niemand da ist. Ja, das ist ja auch doof, ja. Ja. Na gut, aber die klappt jetzt? Sie meint zu 99%. Sie muss das jetzt noch kurz klären mit den Trägern und mit welchen Paragraphen, wieder, wo packt man das hin? Aber sie sagt zu 99% und sie ist, also dass es verlängert wird, das steht außer Frage. Was auch immer, sie braucht das und sie kann es koordinieren, so gut beim Dicke. Und da kann die Meinung, die Dicke kann nicht bleiben. Das war wieder die gleiche Bearbeiterin, ja? Die gleiche.
die ist für uns zuständig. Die kann sich auch mal an Skadi erinnern und die macht und die Kleine und auch die war immer so süß. Und war doch. Was habt ihr hier? Naja. Zu den Drops? Findest du richtig aus, aber kann ja noch nichts. Zu dem Drolle Drops? Aber Skadi meinte sie doch damals, hier erzählt, auch die können uns doch einfach in die Schublade stecken. Ah ja, stimmt. Ja. Das war das damals. Ja, stimmt. Und da kann ich sich halt immer noch, dann hat sie sogar Tanja erzählt am Telefon, wie süß die Skadi ist. Ja. Guck mal, hier ist fast fertig. Schick. Nur noch vorne Bremse. Sie mhm. Ich mache jetzt erstmal. Alles gut. Ich mach kurz Probefahrt. Ja. Hi. Hi. Kann ich mir kurz die Luftpumpe leihen? Jawohl, die graue hier oben. Genau. Danke dir. USB funktioniert ja erst mittig und dann hochklappen. Danke. Ach ja, runter. Reaktion! Oh 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 oh. Was? Oh 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 oh. Ich bin noch nicht hier. Das war nicht fotofit. So, also Freilaufkörper haben wir abgebaut hier. Der Freilaufkörper ist ein bisschen träge, hört man auch. Der knattert ja auch nicht. Der hört sich nicht an wie ein. Hört man eben. Silent Klutsch. Ja. Silent Klutsch. Die Klutsche, Klutsche. Nix Klutsche. Ist so ein Billig-Freilaufkörper, da muss man sich jetzt nicht vormachen, also da macht man jetzt auch nichts. Also, der ist einmal verpresst hier oben. Ja, das ist eine Arbeit, die sogar ich machen kann. Ja, wenn man die Selbstübung nimmt, dann lernt man das. Das ist letzter Locken. Was ist da hinten schon wieder? Weißt du, wie schwer die wieder reingehen? Das ist ein Press genau, ne? Muss man genau haben. Ja, der schießt drüber. Ja, das ist doch vom Werk aus. Mhm. Vom Werk aus schief. Ja, die haben hier neue Handschuhe, ne? Nee, die Handschuhe meine nur bei Dreck, nicht bei Fett. Achso, echt? Ach so, ja, bei den, ja, das ist schon richtig Ausbau durch, auf ne? Kettenfett und alles, sondern ansonsten okay. Bei frischem Fett, das ist genau. Ja, ist in Ordnung. Ja, da kann man das aber von außen jetzt erstmal mit den dreckigen, das war schon okay. Alles gut, alles gut. Alles nicht falsch gemacht, alles richtig. Alles gut. Ja. Jetzt ruhig bleiben. Warte mal, ich brauche einen Arbeitsbereich irgendwo. Ja, dann links kann er rausgehen. Cold Brown. Halt auch mal eine Schweinetränke hier. Ja, in manchen Berliner Kellern wurden richtig Schweine gehalten. Auch viel. Naja. Ja, Nachkriegs- oder Kriegszeichen. Eine Kiste? Das hört sich doch schon ganz anders an, auf alle Fälle. Wenn der Felix nicht so hektisch wäre. Hört sich an. Wie nennt sich das? ADHS, ja. Das ist eine Ausrede für alles, wa? Achso, Ausrede für alles. Yay. Da waren die Schlösser hier bestimmt voller, das ganze Fahrrad zusammen. Darf ich gar nicht? Nur für die Smart. Das Gesündeste, was ich heute zu mir genommen habe. Auf. Jetzt hör auf, ey. Naja, ist doch wahr. Ey, dann gib hier. Fünf Bärchen. Von dem anderen ganz zu schweigen, was? Aber ich verkürze mich immer, weil ich verziehe mich damit, du weißt vielleicht, weil mit den Zähnen ohne Zähne sieht das so doof aus. Da schäme ich mich selbst im Krankenhaus halt nicht mal. Und dann ist es okay, warum ich mich immer verzüge mit essen. Okay? Alles gut. Hauptsache essen. Hauptsache du isst es und lässt es nicht liegen. Darfst du nicht liegen lassen wegen der Fliegen. Die sind da ganz hinterher bei sowas. Ja. Ganz schnell. Auch schön. Moin. Ja?
Weißt du, haben Sie ein Tor hingeschlossen? 8 Euro, 11 Euro oder 15 Euro? Günstiger. Hä? Günstigeres. Nee. Kein Tor hingeschlossen? Nee. Das ist auf dem Markt. Weißt du doch. Vorsichtig festschrauben, ja. Weil die Schrauben ins Plastik, ne? Also das ist nur Kunststoff von hinten, meist schon verhärtet. Aha, okay. Deswegen aufpassen, sonst platzt. Jetzt ist der Kunststoffverein. Plastinatverein. Ach so, naja, das muss dann nochmal raus. Da musst du hinten nochmal. Nicht wegschmeißen. Ist ja, bei so einfachen Sachen verzweifelt man denn? Zumindest der Felix, heute noch. Heute noch. Morgen ist ja auch noch. Alles gut? Ja. Dann muss das halt sein, musste ich halt nochmal üben, aber konnte ich noch nicht. Plastinatverein beitreten. Genau. Plastik-Experten. Oh, hier hinten sind wir ja eine Stufe weiter auf Niveau gebracht. Aber ist gut, ich hab. Ja, gut. Ja, die Eisbahner sogar, die hatten noch offen sogar. Haben wahrscheinlich noch Kundenräder. Na, das eine ist mein Mietrad, das untere. Aber da hat ein Kunde ein Rad dran angeschlossen. Und das ist jetzt richtig gut verkeilt. Das ist aber nicht dein Lieblingsmietrad, oder? No. Und die Kinder sind, wo sind die anderen Helfer selber du musst, jetzt? Dreh mal das Pedal da unten, das untere Pedal. Untere. Das hier. Dreh mal. Dreh mal zurück. Ja, jetzt. Ja, das war. Ah, wohin denn drehen? Na, dass das an der Kurbel vorbeigeht. Schau mal, wie viel das ist. Wie viel das ist. Genau. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Ja, okay, ja. And take this one. And the other one is... Ah, Tommy needs it, it's new. No. Das ist... Achso. Da muss doch eh neu ran, weil die verschließen ja eh auf die Griffe, dann müssen die länger umlassen. This is neuer. Yeah, it's old one. And the other one is like let me show it to you. You need a table and then to do like with a little straw, whatever, do that something. Kann mir nicht helfen. Ah yeah. Split screen. Und deine Kamera fährt jetzt hier noch. Gut. Oh, was wackelt denn hier? Wir müssen ja gar nicht richtig angestellt. Salto. Ja, nimm mal mit dem Motorrad. Das machst du nicht in deine. Ja, wollen wir machen. Oder mal mit hochnehmen. Exkursion nach Hause. Entschuldigung, hier Radbot Handel. Fotokarte. Macht natürlich im Münzgelag kaputt. Das ist ja wie ein Schleckpapier. Ich muss man kurz sauber machen. Wenn jemand gesagt hat, Wasser wurde erstmal ausreichend. Ja, die kann man doch wohl noch verwenden, oder? Die braucht man jetzt nicht. Nee, das muss er nicht. Lass sie einfach da liegen da oben. Muss man nicht. Weil du kaputt machen, ne? Okay. Noch kaputt. Das ist eine echt schöne Bremse. Hallo. Ah, jetzt soll ich hier auch noch. Hast du eine weibliche Stimme? Ich wollte gerade eine rauchen gehen.
Männliche Stimme. Hallo. Ist das meine Mutter? Hallo. Hallo? Ist nicht meine Mutter. Das ist nicht deine Mutter? Nee. Mutti kommt dich noch nicht abholen. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Okay. Wieso? Deine Mutter hat... Fahrrad wollte sie auch. Wollte deine Mutter auch vorbeikommen, oder was? Ja, dachte ich. Die weiß ja, dass ich hier bin. Also außer da habe ich irgendwas ganz arg verwechselt. Ich glaube, er kennt seine Mutter. Ich glaube es so. Ja, ne? So gar nicht. Dein Fahrrad abholen wolltest. Ja, genau. Ich mach's. Ach ja, machst du, ne? Kundenbetreuung. Nee, wohl im Ernst, jetzt so bist du nicht wieder. Jetzt bist du ja schon unten. Ne? Ich wollte mich gerade einrauchen. Ich wollte gerade. Ja, das kannst du später machen. Das kannst du später machen, Wolf. Ernst. Ja. Ich nehme ein paar Wolf, werden gleich wieder. Ja, das kannst du später machen. Das ist ein Chef, wa? Ich nehme aufräumen. Ich nehme ein paar Minuten hinsetzen, da oben. Ah, jeder war das langweilig. Ja, das habe ich mir doch aber gerade gedacht, so Mensch. Ich habe doch gesagt, sag doch Bescheid. Ich habe doch gesagt, dann komm mal hin. Das war nur uns langweilig. Wir gehen da oben nach. Wieso war da noch einer abgesagt? Party, weil der immer grillen will, ne? Zuckenöde, der Türke. Der wollte doch grillen am Sonntag. Sicher, ja. Ja, der Türke da. Der mal sagt, man will Party machen. Ich will, da kann man wollen. Wir kennen den nicht, ich komme den nicht. Das war sündig, also. Nee, gestern, letzte Woche war er nach Feierabend, war er hier und meinte, man könnte mal eine Grillparty machen hier. Ja. Gar nichts machen, wenn du keinen Salz, kein Pfeffer und dann noch so spezielle Sachen wie Muskeln. Das habe ich doch noch meine. Geht hier ums Essen schon hier? Das ist eine Katastrophe. Du kriegst Hunger? Nee, Quatsch, krieg ich nur. War doch vorhin köstlich, was wir hier drin. Ja, das war. Warum hab ich schon mit meiner Freundin so ein bisschen Eier mit dem Fresserei? Immer lächeln, genau. Wolfgang, immer lächeln, Sie sind im Bild. Jetzt machen wir den Endspurt hier heute. Endspurt? Wieso? Ist schon gleich Feierabend? Nee, das nicht, aber Endspurt, die Kamera ist gleich voll. Ach so. Aha. Oh, dann bin ich ja froh. Ja, dann mache ich aber jetzt mal Raucherpause hier. Wenn du Examen ja auch, dann kann ich auch alleine bleiben, dann tut dir alleine verballern. Ja, ja. Ja, aber heute macht das ganz viel Spaß. Auch zu wenig Spannung, guck dir das doch mal an, weil du meinst jetzt so, das soll irgendein Softie-Opa, Entschuldigung, fahren, dass der hier mit einem Finger... Mit einem Finger, Schnipsi-Babsi. Hier, guck mal, ja, siehst du, wie ein... Weg mit der Kamera. Jetzt funktioniert es. Das ist perfekt, perfekt. Weg mit der Kamera. Mach die Kamera aus. Da, optimal. Besser geht nicht. Du darfst auch nicht so dolle bremsen. Du drückst ja viel zu fest, als würdest du hier zum Stehen kommen wollen. Mit dem Fahrrad, ja. Als müsstest du das anhalten oder so. Also ich gehe jetzt eine rauf. Philipp. Ja, du machst den Bescheid, mach die Kamera aus. Du machst den Philipp jetzt. Felix heißt er. Bring du mir mal deine Mutti vorbei, doch. Ich verschenke mal den Druck, ja. Kann ich noch ein Päuschen, wenn der was macht, dann hab ich dann wüsste. Felix. Naja, wie auch immer. Gut, ich würde mal sagen, wie viel haben wir denn? 1,50. Ich würde mal sagen, wir machen Feierabend hier. Der Wolfgang verabschiedet sich ganz ordentlich. Heute Nacht. Ja. Ich werde gleich schlafen. Ich hau gleich ab. Das ist das. Wir hauen alle gleich ab. Felix ist schon völlig durch. Hier bei dem Billigbremse, Allhonga-Bremse einstellen, da verzweifelt er. Da kommt er, verzweifelt aber jeder. Also muss man sagen, das ist so eine schwere Aufgabe. Ja, da nimmt man auch erstmal auseinander eigentlich, macht die sauber. Habe ich ja schon mal gezeigt, wie man das macht. Fettet alles ein und dann läuft das auch, aber ansonsten läuft das doch nicht. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Sehen wir uns morgen wieder. Macht den gut, bis dann. Ciao, sagt Tommy und Familie. Jo, Felix ist weg. Jetzt werde ich schnell noch ein Rad vorbereiten. Ja, ich muss das machen. Ich muss ein bisschen länger machen als er. Oh, das kostet mich Zeit. Mann, das ist ja nicht zu wegzureden. Wenn der Felix hier ist, dann geht das alles sehr, sehr langsam. Aber ich mach's ja nicht, macht Spaß mit ihm, der ist schon witzig. Manchmal ist das unheimlich schon anstrengend natürlich, ja. Weil er so viel redet, so viel. Ich weiß nicht, kriegt er vielleicht mit jetzt auch langsam in den Videos, ob das da so rüberkommt, aber der redet zu viel. Ja, vielleicht dann immer so unsicher und. Hoffentlich legt sich das noch ein bisschen.
Und immerhin, ey, voller Fortschritt. Er kommt jetzt zum, was weiß ich, fünften oder sechsten Tag oder so ist er schon da, ne? 5 Tage? Oder was? Ein Überschlag hat er sie gehabt. Boah. Laufrad.